Dende, ganz kurz, was mir eben aufgefallen ist, was ist los mit dir heute? Du bist irgendwie, irgendwas ist anders als sonst. Du wirkst mitgenommen. Warum, jetzt mit Arzt oder was? Was ist los? Wir haben was ausprobiert. Wie, habt was ausprobiert? Was denn? Wir haben so ein Experiment gemacht. Wie, was? Entschuldigung, wie bitte? Das Dende-Experiment gemacht. Ach, kein Scheiß. Das Dende. Jetzt nicht so. Na, du bist auch an deine Grenzen gegangen, genauso wie Jenke von Wilmsdorf, fürs Fernsehen? Aber jetzt nicht im Rahmen einer neuen RTL-Sendung, oder? Wir haben es jetzt erstmal sendungsintern gelassen, weil wir ja gar nicht wussten, was passiert. Ganz schön krass. Wie heißt die neue Sendung mit dir? Das Dende-Experiment. Das Dende-Experiment? Ist ja Wahnsinn. Aber wie kann es denn noch krasser sein als beim Jenke-Experiment? Wenn ich mich setze trotzdem? Ja, setz dich mal ganz kurz. Ja, Mensch, setz dich. Wie kann man denn jemanden wie dich an seine Grenzen führen? Ich meine, du lebst doch quasi living on the edge sowieso. Mein Reden. Wir haben einen Ausschnitt da, meine Damen und Herren. Es gibt demnächst eine neue Sendung bei RTL. Das Dende-Experiment. Hoffentlich sind Dendemann wird an seine Grenzen geführt. Schauen Sie mal rein. Mein Name ist Dende. Dende von Metternich. Ich bin Musiker und daher noch nie vor 14 Uhr aufgewacht. Aber heute wage ich einen extrem gefährlichen Selbstversuch. So, dann stellen wir den Wecker auf 9 Uhr. 30? Stichwort Schlafanzug. So. Schlafentzug. Das Ganze natürlich unter strikter ärztlicher Aufsicht. Um den Körper nicht allzu stark zu belasten, wird die Uhrzeit auf 9.30 Uhr gestellt. Alles davor wäre Wahnsinn. Die frühe Uhrzeit trifft mich mit voller Wucht. Oh, morgen. Ich bin voll müde. Vormittags aufstehen. Davor habe ich meinen Sohn immer gewarnt. Ich werde mit Dingen konfrontiert, die mir fremd und unheimlich erscheinen. Also Amex kenne ich. Aber was ist Aronal? Beängstigend. Was wird mich noch erwarten? Der totale Verlust der Selbstkontrolle? Grenzerfahrung Frühstückstisch. Ich treffe mich mit drei Frühaufstehern, die mich in die bizarre Welt des Frühstücks einführen. Sie wollen selbstverständlich anonym bleiben. Wir nehmen geheimnisvolle Substanzen zu uns. Konfitüre. Nur der Profi weiß, wie man sich den Stoff fachgerecht in den Körper einführt. Bislang hat mein Körper den Strapazen standgehalten. Mhm. Das macht mich mutig. Vielleicht sogar leichtsinnig. Der nächste Versuch ist extrem gefährlich. Vormittagsprogramm im deutschen Fernsehen. Es ist gut möglich, dass man danach in der Klapse landet. Oder noch Schlimmeres. Und dann schalten wir aufs ZDF, bitte. Bin ich diesmal zu weit gegangen? Ich glaube nicht.